Servus, grüßt euch. Ich bin's, der Hans aus dem Fliegel-Agro-Center. Und heute habe ich eine ganz besondere Überraschung für euch. Ich habe mir nämlich heute Besuch eingeladen ins Agro-Center. Und zwar die Sabrina Immler. Hallo Sabrina. Hallo, hi. Freut mich. Ja, schön, dass du da bist bei uns. Was möchtest du heute bei uns machen? Ich mag mir das Ganze mal angucken, wie es bei Fliegel wirklich zugeht. Und ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Wir haben nur eine Überraschung. Und zwar habe ich mir auch die Theresa Diesel eingeladen. Hallo Theresa. Servus. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. So, wir drei machen uns jetzt auf den Weg ins Agro-Center und ihr könnt euch auf richtig coole Videos freuen. Jetzt sind wir bei uns im Agro-Center. Da im Agro-Center, das ist unser Abholmarkt, wo die Landwirte reinkommen können und Ersatzteile und so weiter direkt bei uns abholen können. So, hinter uns sieht man schon einen Haufen Werkzeug und da in dem Gang zum Beispiel, da haben wir alles für Stallbedarf da. Also auf der rechten Seite ist alles, was für Pferde und für die Weide gedacht ist und auf der linken Seite ist Stallbedarf. Okay. Genau. Wie viele Artikel sind es dann ungefähr, die ihr hier habt jetzt in dem Bereich? Also verschiedene Artikel sind es, wie gesagt, 48.500 so ungefähr. Und wir haben aber von jedem Artikel so bis zu 3.000 bis 4.000 Stück lagernd. Also Hydraulikverschraubungen und Hydraulikschläuche sind natürlich wesentlich mehrer lagernd. Bei Großgeräten oder so ist es ein bisschen weniger, aber so kann man das ungefähr betiteln. Genau. Ja, cool, ja. Genau. Ja, wie lange gibt es die Firma dann schon? Ja, die Firma, die gibt es eigentlich jetzt schon seit über 45 Jahren. Der Fliegel Josef Senior hat das Ganze in einem Bauernhof angefangen und hat Kipper umgebaut und Bodenbearbeitungsgeräte. Ja, und jetzt im Moment sind wir zu einem Weltunternehmen gewachsen mit insgesamt ca. 3000 Mitarbeitern. Jetzt darf ich sagen, wir gehen mal hinter ins Lager. Ich zeige euch noch mehrere Lagermöglichkeiten, die wir haben und unser Vorratslager, oder? Dann, ja. Dann gehen wir. Generell ist es so, wir verschicken am Tag zwischen 500 und 600 Pakete und der UPS Express sagt uns die Zusage, dass er am nächsten Tag in ganz Deutschland anliefert. Das heißt praktisch, wenn ihr bis um 16:30 Abend bei uns bestellt, ist es am nächsten Tag bei euch. Ja, weil wir da gerade in unserem Hydraulikgang stehen, die Frage an dich, Theresa, wie schaut es bei euch daheim aus? Wie groß ist euer Betrieb und was fällt da euch so an Reparaturen an oder welche Ersatzteile oder Artikel braucht sie am meisten? Also das ist ja der Betrieb von meinem Freund und also ich glaube, auf dem Betrieb kann man alles brauchen. Es sind ungefähr 200 Milchkühe und halt mit Ackerbau. Also da ist von Stallbedarf bis Gülletechnik, Maschinen, irgendwelche Ersatzteile für irgendwelche Sachen, also alles Mögliche. Und bei der Sabrina ist es wahrscheinlich ähnlich, oder? Ihr habt ja, da einen Milchviehbetrieb daheim? Bloß nicht so viel Kühe, wir haben bloß 25. Mhm. Und klar, man kann schon viele Sachen brauchen. Es geht immer mal wieder was kaputt. Und deswegen sind Ersatzteile auch wichtig. Dann schauen wir mal weiter, was wir da herin noch so finden. Kommt's mit? Das genau. Was das ist, das sind Paternoster. Die Paternoster sind sehr platzsparend, weil auf der Vorderseite und auf der Hinterseite in dem Paternoster jeweils Schütten drin sind, wo man die Ware einlagern kann. Und da bringt man natürlich wesentlich mehr Artikel auf einen Platz rein, wie in einem großen Regal. Ich zeig's euch mal, oder? Wir haben jetzt praktisch da drin Antriebsrollenketten und Verschlussglieder. Und wenn ich weiß, wo das eingelagert ist, was bei uns im System drin ist, dann kann ich mir beim Kommissionieren die Schublade holen. Die fahrt man da automatisch raus. Und wenn das Licht an ist, kann man die Ware entnehmen. Für unseren Abholmarkt machen wir das alles manuell, das heißt, wir holen die Schublade mit der Antriebsrollenkette 16B1 oder 12B1. Wenn die Kommissionierer für einen Shop kommissionieren, dann läuft das automatisch. Die fahren mit Tablets rum und da wird der Auftrag Stück für Stück kommissioniert und die fahren dann in einem gewissen Weg durchs Lager und wenn die da herkommen, kommt die Schublade automatisch. Ja, verrückt. Genau, verrückt, oder? Schön, ja. Ja, aber das war noch nicht alles. Wir schauen mal gleich weiter. Wir gehen in unser großes Lager. Also ich glaube, hier gibt es wirklich alles. Ja, da gibt es alles und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wie ein großer Lego-Technik-Baukasten. Ja. Männerspielplatz. Paradies, der war Paradies, ja genau. So,
Hier sind wir in unserer Endmontage. Hier werden praktisch hier vorne alle fertigen Artikel gelagert und mit einem Packzettel ausgestattet, damit wir mir zuordnen können, welcher Kunde welche Ware kriegt. Und wir haben am Tag ca. 10 bis 15 Sattelzüge, die das Material mitnehmen. Und Endkunden, die einzelne Palettenware bestellen, die gehen dann mit einer Sammelspedition täglich raus. Genau. Was habt ihr so ein Gefühl, wie groß das die Halle ungefähr ist? Sabrina? 1,5 Hektar. 1,5 Hektar. Was sagst du, Theresa? Ja, das ist nur die hier, würde ich jetzt sagen, auch 1 Hektar. 1,5? Okay. Also insgesamt haben wir 2 Hektar. Insgesamt haben wir 16.500 Stellplätze und da sind nur Anbaugeräte eingelagert. Und das darf man uns jetzt dann gleich anschauen. Wir gehen aber zuerst noch in die Montage, oder? Okay. Passt. Wenn wir schon hier bei den Schaufeln stehen, hätte ich auch mal eine Frage. Ja. Wie ist es eigentlich so? Ich meine, es sind ja viele Kunden. Mhm. Habt ihr da auch schon mal so Kundenfeedback bekommen, wie die mit den Produkten oder mit der Qualität von Fliegel zufrieden sind? So, wir haben eine Endkontrolle. Also jede Schaufel, jedes Bauteil wird bei uns endkontrolliert und auf die Funktion getestet. Da wir aber weltweit Teile liefern, ist es schon manchmal so, dass das eine oder andere Bauteil einmal einen Fehler hat. Wir sind aber bemüht, den Kunden dahingegen über unsere Serviceabteilung weiterzuhelfen, Lösungen zu finden und so weiter. Theresa, Sabrina, das beste Beispiel, was ich euch erzählen kann, ist unsere verzinkte Ware. Früher haben wir auf dem Hof verzinkte Ware draußen gelagert und wenn der Zink frisch ist, braucht er bis zu 3 Wochen, bis sich der beruhigen kann und wenn er in diesen 3 Wochen nass wird, dann wird er grau und stumpf und dann schaut es einfach hässlich aus. Hier in unserer neuen Produktionsstätte haben wir die Möglichkeit, die rohen Teile, ohne dass sie nass werden draußen, in den LKW zu beladen, zur Verzinkerei zum Schicker und dann vom LKW wieder direkt unterm Dach auszuladen und weiter zum Verarbeiten. Und das ist natürlich ein wesentlicher Vorteil, weil dann schaut nämlich der Zink, wie hinter uns die Schwergutschaufeln, richtig schön glänzend aus und bleibt also. Ja, ich hatte auch mal noch eine Frage, und zwar in welche Länder und in wie viele Länder beliefert ihr, also so grob? Das ist eine gute Frage. Also eigentlich fast in jedes Land. Wir haben zum Beispiel in Brasilien eine eigene Produktion, wo die Rohteile geliefert werden und dort zusammengebaut werden, weil das mit der Zollabfertigung ein bisschen schwieriger ist. Haben aber auch in USA, Kanada, Australien kommt jetzt dann hier. Also wir haben weltweit Kundschaften und auch Händler, Partner, die unsere Artikel vertreiben. Ja, und das ist natürlich so, dass das auch nie stehen bleibt. Das wird immer mehr. Ja. Genau. So, wir verlassen jetzt unsere Endmontage und gehen in die Lagerhalle. Das ist praktisch der größere Teil dieser neuen Halle. Und da sieht man schon diese Weite, die da ist. Und da herin wird alles gelagert, was in der Endmontage fertig gemacht wird. Die Firma Fliegel, die zeichnet es eigentlich aus, dass wir alles lagernd haben und immer sofort liefern können. Und das ist die Philosophie, dass wir 16.000 Stellplätze da haben und die ja immer voll machen, damit wir unsere Kunden bedienen können und dass das relativ schnell geht. Wir wollten uns einfach mal bedanken für den schönen Einblick in die Firma Fliegel. Und ja, uns hat es echt gut gefallen, oder? Was meinst du? Ja, war richtig cool. Man hat mal viele Einblicke gehabt, hat mal gesehen, wie das so abläuft, wie was zustande kommt und auch über verschiedene Produkte was gelernt. Das hat mich echt gefreut. Ja, ich sage, schön, dass ihr da wart. Es hat mich richtig gefreut. Es war ein schöner Tag. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Macht es gut. Bis dann. Pfiat euch! Ciao.